Ihr größter Erfolg war, dass sie sich für den Fünf-Länder-Vergleich der Bewerb in diesem Jahr so weit steigern konnten, dass sie ihn gewonnen haben in den Endrunden. Und sie als Gruppe Stück für Stück immer wieder ein Stückchen weitergekommen sind. Aber nichtsdestotrotz nicht nur voltigieren und die Leistung zählen, denn sie feiern sehr, sehr gerne gemeinsam und machen auch mal schon die Menge Glück mit. Und zum Beispiel, wenn ihre kleine Oberfrau, nämlich Johanna, so ein Fest zu feiern hatte, dann sind sie schon mal mit ihr unterwegs gewesen und haben was aber schon Hüpfbogen aufgelegt. So, ansonsten haben sie mit viel Liebe ihre Tür geschneidert, zusammen mit ihrer Trägerin Henny. Und ja, die hat auch noch so zwischendurch mal so ein Ding auf die Welt gebracht. So, und das alles in einer Saison. So, und dann gucken wir doch mal, was da rausgekommen ist jetzt und was für eine Wertung ihr dafür bekommt. Für eure Tür. Alles bereit? Dann erwarten wir jetzt die Note für den Schwierigkeitsgrad. Bitte jetzt. Richter bei A 7,4, Richter bei B 7,8, Richter bei C 7,5. Danke. Und wir kommen zur Wertung für die Türgestaltung. Bitte jetzt. Richter bei A 7,2, Richter bei B 7,5, Richter bei C 7,3. Dankeschön. So, und dann erwarten wir die Kür-Ausführungsnote. Bitte jetzt. Richter bei A 8,4, Richter bei B 7,8, Richter bei C 8,0. So, damit wir nicht das C haben, keine Noten einzuloggen im Computer, dass ich auch die Noten habe, komplett. So, ich hoffe, dass sie gleich angekommen sind. Denn im Moment steht dabei nicht das C eine 0, das glaube ich nicht, denn ich weiß, dass es andere Noten gab. Das haben wir gerade gesehen. So, gucken wir mal, ob es inzwischen angekommen ist. Nein, in der Kür sehe ich das immer noch mit einer 0. Hm, machen wir jetzt. Also es war definitiv keine 0, so viel weiß ich. Okay, wir haben da jetzt ein Nein mehr. So ist das, wenn man die Technik überstrapaziert. Wir liefern die Endnoten gleich nach. Ich hätte es euch jetzt gerne gegönnt, aber es geht im Moment nicht. Doch, da sind sie. Jetzt haben wir sie. Dankeschön. Wir haben die Kürwertung für Duisburg-Hamburg. Richter bei A 7,100. Richter bei B 7,242. Richter bei C 7,371. Kür-Endnote 7,237. Und jetzt nach Pflicht und Kür. Habe ich hoffentlich auch ein Ergebnis drin? Nee, habe ich noch nicht. Gut, das reichen wir jetzt aber endgültig nach. Wir wissen, dass ihr eine gute Kür hattet. Und dann bitten wir euch zur Musik auszulaufen. Und ein kräftiges Beifall von eurem Techno.